Herr Tensfeld, als städtischer Fachbereichsleiter haben Sie die Restaurationsarbeiten der Delmenhorster Markthalle von Anfang an begleitet. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Ja, ich bin sehr zufrieden. Die Maßnahme hat ja gut 2 Jahre gedauert und ich bin ja nahezu euphorisch, was das Ergebnis anbelangt. Die Sanierungsarbeiten haben im April 2011 begonnen und mehr als 2 Jahre gedauert. Was waren besondere Herausforderungen? Das ist ganz eindeutig und an erster Stelle zu nennen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Bauwerk ist für Delmenhorst und auch für die Region insgesamt. Und ein solches Bauwerk dann sanieren zu dürfen, denkmalrechtlich, das ist schon eine große Herausforderung und hat insgesamt auch sehr viel Freude gemacht. Was macht den Reiz der sanierten Markthalle als Veranstaltungsort aus? Da habe ich jetzt die Frage schon beantwortet im Grunde genommen. Es ist ein Bauwerk, wie gesagt, von überregionaler Bedeutung. Und ein Gebäude umzunutzen, was ursprünglich mal als Markthalle geplant war und nun als Versammlungsstätte herzurichten und einer neuen Nutzung zuzuführen mit hoffentlich vielen, vielen tollen Veranstaltungen in der Zukunft, das ist eine besondere Herausforderung und macht für uns und insbesondere auch für die Architekten eine Menge Freude. Was finden Sie denn an dem Gebäude besonders bemerkenswert? Also ich persönlich finde die Architektur, die 1920 der Herr Stoffregen aus Bremen, der Heinz Stoffregen, hier entwickelt hat, besonders herausragend und ja, das zeichnet dieses Gebäude auch aus.